Neues Spiel, neues Glück. Hier wieder eine neue OV-Video-Wochenschau für euch. Landkreis Vechta bereitet sich auf die afrikanische Schweinepest vor. Wann und wie heftig die Seuche ausbricht, ist unklar. In der kommenden Woche will sich aber ein Lenkungsstab treffen, um sich zu beraten. Auch das Tierseuchenkrisenzentrum des Landkreises ist vorbereitet. Da Wildschweine als Überträger der Krankheit gelten, sollen diese von Jägern vermehrt getötet werden. 4 der insgesamt 25 alten Lagerstätten von Produktionsresten aus der Erdgas- und Erdölförderung sollen auf mögliche Gefahrstoffe analysiert werden. Ursprünglich sollten die Untersuchungen Ende 2017 abgeschlossen werden. Doch durch den dauerhaften Regen musste der Landkreis die Untersuchungen unterbrechen. Nun soll es im Frühjahr weitergehen. Unser Magazin Promenade, die Internetplattform Made in Dinklage oder auch unser Azubi-Portal Karrierestart haben übrigens jeweils eigene Facebook-Seiten. Wenn ihr dort nichts verpassen wollt, liked oder abonniert diese Seiten. Der Vechta Karnevalsclub lädt zu seiner Prunksitzung am 29. Januar im Waldhof ein. Die Karten bekommt ihr unter anderem telefonisch unter Vechta 9242 und die 11. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich schon auf die nächste Woche.